Seit Anbeginn der Zeit erzählen wir uns Geschichten. Aber diese Geschichte entsteht gemeinsam. Mit einer Spielleitung, die epische Momente schafft. Huberts Hand mit dem Colt richtet sich gegen ihn und Hubert versucht... SpielerInnen, die in die Rolle der Hauptcharaktere schlüpfen. Salvo muss ich leider wecken. Boah, das brennt. Boah, das wird ein großes Feuer. Ja. Und einem Würfelwurf, der entscheidet über Erfolg und Ruhm. Das ist das Allerbeste, was jemals passiert ist. Oder katastrophalen Misserfolg. Britischer Misserfolg. Die Pen and Paper Show zum Mitfiebern und Mitgestalten. Live auf Twitch. Brooks Live. Wenn du Tabletop-Rollenspiele magst, dann bist du bei uns genau richtig. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei Brooks Live. Ich bin der Kevin und werde heute das Ganze hier so halbwegs leiten, aber ich bin natürlich auch nicht alleine. Mit mir dabei sind unter anderem das Gesicht von Brooks Live, Lukas. Schönen guten Tag. Hallo Kevin. Da, hallo. Und auch einen wiederkehrenden Gast, den hatten wir schon im Ghostbusters Abenteuer. Philipp ist heute wieder mit dabei. Oder schönen guten Abend. Na? Wie geht's euch? Habt ihr Bock? Ja. Ja, Cop-Buddy-Action-Comedy-Drama, immer her damit. Alles, geil. Komplett alles drin. Die Leute hören ich uns. Ich hab mich sehr drauf gefreut und ja, Samasch sagt Hallo. Hallo zurück, Samasch. Hi auch Eike. Ton scheint gut zu funktionieren, so als Info. Sehr gut. Die Leute wissen auf jeden Fall schon, dass wir einmal die Bestätigung brauchen. Aber wer auf Instagram aufgepasst hat, der weiß auch, dass Kevin heute das erste Mal für die Technik verantwortlich ist. Und es läuft. Was soll ich sagen? Das ist ja, verrückt. Ich probiere das seit zwei Jahren. Ich werde es nie verstehen. Dementsprechend auch Respekt von mir. Dankeschön. Das dachte ich auch, als es hier eingerichtet wurde. Das wird nichts. Naja, da sind die OBS-Götter dir heute sehr gewogen. Das ist auch mal ganz schön. Wir spielen heute eigentlich, ja, wir spielen Improvisation. Wir spielen ohne Regelwerk, wir lassen einfach mal wirklich alles auf uns zukommen. Alles, was hier passiert, ist am Ende des Tages frei erfunden. Komplett von vorne bis hinten. Also der Anfang ein bisschen vorgegeben, aber danach, was passiert, weiß selbst ich nicht. Und ja, wir schauen einfach mal, was das Ganze wirkt. Wird. Das Bild kriselt etwas. Ja, das ist unsere Technik, unsere Bildtechnik, unsere Tontechnik ist heute gut, aber das Bild will heute nicht so ganz. So, ich glaube, das ist eine Anspielung auf mein Greenscreen, oder? Kann das sein? Weil mein Haar so krisselt. Weil der Rest nee. Sieht nämlich bei mir ziemlich gut aus. Ich habe gerade einmal in den Stream reingeschaut. Ist ganz okay alles. Ganz okay. Ja, der Haarsatz ein bisschen, aber... Ist auch nicht mehr, Pokito. Was es mal war. Seid ihr soweit, wollen wir? Absolut. Hau raus. Wenn du nicht noch vorher... Samasch, dich bei Samasch bedanken möchtest, dass sie uns gerade gesubbt hat oder so, ich dachte, jegliche das hast du andere schon Werbung tut. Dann, ja, natürlich danke an Samasch für das 14 Monate. Gibt's Brooks schon so lange? Ist das schon so alt? Heftig, ne? Krass. Jedes Jahr wieder krass. Ja, ich sehe leider hier noch nicht so hundertprozentig, habe ich den Überblick über die ganzen Meldungen, von daher ist das ein bisschen... Da muss mir so Lukas ab und zu mal Bescheid sagen. Das ist alles... Alles total gut, das war auch mehr ein Scherz. Danke, Samasch. So. Dann wollen wir mal. Wir befinden uns in der Metropole des Nordpols. Über Jahrhunderte gewachsen von einem kleinen Dörfchen, wo ein bisschen Spielzeug produziert wurde, zu einem Riesenkonglomerat, einer Riesenstadt. Durch die angeführt quasi durch die Santa Corporation halt immer größer gewachsen, Zufluchtsort auch für allerlei Personen und Menschengetier, wenn man es so nennen mag. Und Weihnachten wurde überstanden, traditionell auch immer eine sehr stressige Zeit, wo einfach sehr viel los ist. Natürlich die Geschenke müssen produziert und geliefert werden. Und nach Weihnachten ist noch mal so ein bisschen Nachbearbeitung, die ein oder anderen Geschenke, die dann vielleicht ausgetauscht werden müssen, die dann doch nicht so gut gefertigt wurden, all solche Geschichten. Silvester wurde
stark gefeiert in der Stadt und jetzt so knapp 2 Wochen später kehrt so langsam aber sicher wieder ein bisschen Ruhe ein und unsere beiden Detectives Justin Case und Casey Close befinden sich gerade in im Cookie Diner, haben aktuell jetzt gerade noch Ruhe und sitzen da, haben ihr Essen bestellt, ihr kriegt gerade euren Kaffee eingeschenkt. Darf sonst aber sein. Danke für den Kaffee. Ja, danke. Nein, schwarz reicht. Schwarz reicht, danke. Ah, Justin, hörst du das Saxophon? Ja, Casey. Das ist schon eher so, ist schon eher so mein Fall. Nicht wie das, was wir auf dem Weg hierher gehört haben. Da dachte ich echt, was. Also bei aller Liebe, Weihnachten ist durch, so, da muss man echt nicht nochmal diese Jingles auflegen. Ich hab davon genug, Mann. Ja, das stimmt. Hier im Cookie Diner, da spielen sie die besten Jazz-Songs. Und wenn die Jenny das Saxophon spielt, du, ganz anders. Ach, das ist Jenny, von der du mir schon erzählt hast. Mhm. War das nicht immer deine... Schmeißen wir nachher mal was in den Hut. Bitte? Ja, unbedingt. $1 oder $2 habe ich immer über für Musikerkollegen und Kolleginnen. In dem Moment klingelt auch das Handy von Detective Casey Close. Und du siehst sofort, dass das die Leitzentrale ist. Mhm. Casey Close am Apparat? Wir haben hier eine Leiche wurde entdeckt im alten Spielzeugpark. Da müsstet ihr bitte mal einmal vorbeischauen. Die Uniformierten sind gerade schon da und sperren das Gebiet ab. Spielzeugpark, sagen Sie? Ja, Spielzeugpark 3 in der alten Fabrikhalle. Haben Sie weitere Infos bereit für mich? Aktuell ist gerade erst frisch entdeckt worden. Tatsächlich noch keine weiteren Informationen über den... Ich habe schon aufgelegt. Dude. Was gibt's, Casey? So wie Justin, dein Gesicht eben aussah. Keine Zeit. Ja. Keine Zeit, Jenny, was in den Hut zu werfen heute. Wir müssen sofort aufbrechen. Es gibt einen Mordfall. Wow, was ist passiert? Ich weiß es nicht. Mir konnten keine Infos durchgegeben werden, außer dass wir schnellstmöglich zum Spielzeugpark müssen. Alles klar, lass mich noch kurz meinen Kaffee runterkippen. Was ist da her? Okay, ab zum Auto. Gut. Ja, auf. Spielzeugpark, da brauchen wir, glaube ich, das Navi auch nicht für. Ihr kennt den Weg. Wer fährt? Oh, Casey, ich bin ganz mieser Autofahrer. Ich bin der bessere Beifahrer. Das Auto fahre ich seit 30 Jahren, da lässt sich auch niemand anders ansteuern. Ah, echt geil, dass das Ding hier auch am Nordpol funktioniert. Ich dachte schon, wir müssen mit Skiern zum Tatort. Ich habe Kuchen unter dem Auto. Ah. Hoffentlich ist bei dem Mord niemand zu Schaden gekommen. Weißt du, Casey, ich bin mir ziemlich sicher, dass dort jemand zu Schaden gekommen ist. Das werden wir gleich erfahren. Ihr steigt also ins Auto und fahrt los und kennt natürlich, also Casey kennt den Weg fast wie aus seiner Westentasche, steuert das Auto tief durch die Häuserschluchten vom Nordpol. Und ich mach Blaulicht auf jeden Fall auch an. Natürlich. Sehr, sehr laut, auch die Sirene. Jeder soll's hören. Und Vollgas dann zum Ort des Geschehens. Ihr steigt dann aus dem Auto und ihr seht auch direkt schon diverse Polizeiwagen, die da mit Blaulicht auch schon stehen. Die ab gelben Absperrbänder, die gezogen sind, Uniformierte, die versuchen halt ein paar Passanten wegzuhalten und wenn ihr dem näher kommt, wird euch auch direkt schon das Band hochgehalten, damit ihr da durch könnt. Ah, danke. Naja. Und routiniert folgt ihr dann wahrscheinlich auch dem Pfad, den ihr glaubt, zum Ort des Geschehens zu nehmen müsst. Satzbau. So, Justin, du machst das ja noch nicht so lang. Jetzt schau dir doch mal den Tatort an und sag mir, was genau gibt's denn hier zu sehen?
Ja, ich war lange im Büro. Du hast recht. Ich bin auch echt froh, mit dir heute endlich mal hier draußen zu sein. Auch wenn es scheiß kalt ist. Ich hasse Kälte, Mann. Aber so wie ich das sehe, auf den ersten Blick keine Einbruchsspuren. Die Tür sieht ganz normal geöffnet aus. Auch keine offensichtlichen Blutspuren oder ähnliches. Zumindest kann ich es jetzt gerade nicht erkennen. Wo ist denn die Leiche? Ihr geht, du schaust ja halt den Eingangsbereich dann so ein bisschen an und hast eben nicht viel erkannt, keine Einbruchsspuren und auch sonst nicht viel, was irgendwie drauf schließen lässt, dass da viel Brutalität in dem Gebiet quasi gewirkt hat. Und ihr seht dann in der Ferne, seht ihr einen großen Tresen oder so eine große Werkbank quasi sehr lang und davor steht direkt jemand, eine große Gestalt, sehr breit, mit sehr großen Ohren und verdeckt euch quasi die Sicht und scheint gerade dabei zu sein, irgendwas vor auf dieser Werkbank irgendwie sich anzuschauen. Hey Casey, weißt du, ob das ein Kollege von der Spurensicherung ist, oder? Oh nein, nicht der. Wenn der am Tatort ist, dann wird das immer ein Chaos. Hey Friedrich! Ich tippe dem auf die Schulter. Er dreht sich um zu dir. Casey, du, wenn du an dem Pfeil dran bist, dann würde das doch schon mal nichts. Und du schaust an ihm. Ja, könnte man über dich sagen, Friedrich. Du schaust an ihm vorbei und siehst, dass auf dem Tisch ein kleiner Elf liegt in seiner grünen Kutte, in seiner grünen Werkarbeiterkutte. Ein etwas älterer, etwas ältere Gestalt. Und tatsächlich komplett, also ihr seht von dem Grünen nicht mehr so viel, weil das sehr rot durchtränkt ist. Friedrich erzählt euch dann. Dem hat hier einer übel zugesetzt. Auf den wurde dreimal geschossen und dann wurde er noch viermal erstochen. Ha. Wie oft hast du dazu gestochen, Friedrich? Ich guck rüber zu Justin und sag, das ist der Tatortmediziner. Aber er ist berüchtigt dafür, mehr Unheil zu verursachen als alles andere. Insofern immer aufpassen mit dem. Alles klar, ich guck extra doll hin, Mann. Ja. Ich wusste übrigens gar nicht, dass hier am Nordpol auch St. Paddy's Day gefeiert wird. Oder warum sind seine Klamotten grün? Weil das sind Elfis. Bist du doch nicht lange hier. Ach, das gehört zur Dienstkleidung, oder? Ja. Hä? Ihr kennt ihn nicht? Wie lange bist du noch mal hier am Nordpol? Ja, 5 Wochen, weißt du doch. Ach so. Das ist Preston Candy Cane. Das ist Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang war das die rechte Hand von Santa. Was? Was? Oh Gott, den erkennen wir. Preston Candy Cane. Preston Candy Cane. Wenn ihr euch den ein bisschen Preston länger anguckt, erkennt ihr den tatsächlich auch. Das ist halt lange Zeit, wie gesagt, die rechte Hand von Santa gewesen. Und aber jetzt schon seit ein paar, locker 10 Jahren im Ruhestand. Okay. Vielen Dank, Seelenshop, fürs Prime-Abo. Vielen Dank. Gibt's denn irgendeinen Hinweis auf, ich weiß nicht, den Todeszeitpunkt, die Ursache? Die Ursache haben wir jetzt erfahren. Ich meine, wie oft wurde zugeschossen? Viermal? Dreimal wurde auf ihn geschossen und viermal zugestochen. Das klingt nach Hass für mich. Was meinst du, Casey? Ich muss ihn auf jeden Fall in die Medizin bringen, um ein bisschen mehr rauszufinden. Wie bitte? Was versuchen wir, mehr rauszufinden? Nee, ich müsste ihn einmal in die Gerichtsmedizin bringen, um ein bisschen mehr rauszufinden. Aber ich schätze den Todeszeitpunkt aktuell. Ja, ich schätze, der liegt schon irgendwo zwischen 3 und 6 Uhr nachts. Der früh, nehme ich an. Alles klar. Es ist ja schon kurz vor Dienstschluss, ne? Muss ich sagen. Und ich hole so mein Portemonnaie raus. Und hole so ein Scheinchen raus. Friedrich, da lässt sich doch was drehen, oder? Ich sag mal, das sieht mir doch, wenn ich genau hinschaue, sieht mir das nach Selbstmord aus. Klassischer Unfall. Also, den Fall können wir doch relativ schnell klären, nicht wahr? Wie viel Geld hast du ihm hingehalten? 2 Zuckerstangen. Er schaut hin und kriegt auch kurz ein bisschen große Augen und sagt so, ich meine, wie wollen wir das verkaufen? Ich meine,
Wie hat er sich dreimal selbst in die Brust geschossen und dann nochmal zugestochen? Die Stiche sind auf jeden Fall nicht nach den Schüssen gefallen. Bin ich der Gerichtsmediziner oder du, Friedrich? Aber ich sag mal, wenn wir noch ein paar Zuckerstangen verdienen wollen, dann sollten wir zumindest den Job halbwegs gut machen. Pass auf. Ich hab sonst noch ein paar Zuckerstangen im Auto. Wäre das eine Sache, wenn wir da noch so 5 drauflegen? Er kriegt noch viel größere Augen und ich würde wirklich gerne, aber pass auf, gib mir die 2, die du da in der Hand hast, und ich sorge dafür, dass ihr möglichst schnell auf jeden Fall ein Ergebnis kriegt, was für ein Kaliber das ist. Cool, das klingt gut. Klingt zwar eher nach mehr Arbeit, aber gut. Ja, können wir ja, halt auch nichts machen. Alles klar, dann gut. Wer könnte es abgesehen haben auf Preston? Einen der beliebtesten Elfen hier oder Wichtel oder was auch immer hier am Nordpol. Hat jemand schon Santa befragt? Ist er überhaupt anwesend? Oder ist er im Urlaub? Doch, Santa ist eigentlich um die Zeit... ist der immer im Urlaub. Der gönnt sich natürlich nach dem ganzen Heckmeck zum Jahresende, gönnt er sich eigentlich ganz gern mal eine Woche auf den Bahamas. Aber hat auch nicht, also er hat nicht hier vor Ort Silvester gefeiert, wie er das sonst. Silvester ist ja immer noch da, da macht er ja die Abschlusszeremonie. Und wenn ich mich recht erinnere, hat er die da sogar mit Preston zusammen gehalten. Der ist doch trotzdem immer noch dabei. Aber seitdem ist Santa, glaube ich, auch nicht gesehen worden. Ey. Okay, danke. Ich schaue mich etwas noch hier um am Tatort und gucke mal, was sich unter dem Tisch befindet oder unter der Werkbank befindet. Wo sind wir eigentlich? Wo sind wir? Befinden wir uns überhaupt? Ist das Haus von Preston? Nee, das ist, wie gesagt, er liegt aktuell auf einer Werkbank und wenn du dich ein bisschen hinschaust, siehst du halt, dass das im Vergleich natürlich zu der absoluten modernen Maschinerie, mit der wirklich Millionen von Geschenken in kürzester Zeit produziert werden, das ist wohl scheinbar einfach eine sehr alte Spielzeugfabrik, so aus den frühen 16. Jahrhundert oder sowas. Oder alte Manufaktur. Ja, so, wo da noch wirklich schön mit Hand geschnitzt wurde und sowas. Und, aber diese Werkstatt liegt doch eigentlich schon seit Jahren kalt. Wenn du dich ein bisschen genauer umguckst, siehst du tatsächlich hier und da auch einfach noch paar kleine, sehr liebevolle, geschnitzte Holzpüppchen. Und kriegst dann auch relativ schnell die Vermutung, dass er hier wohl hin und wieder auch einfach noch ein bisschen arbeitet. In der alten Zeiten willen. Wie sieht's aus? Haben die Kollegen und Kolleginnen schon irgendwen befragt? Aktuell versuchen die Uniformierten hier im Umfeld einfach ein paar Zeugen zu finden, aber noch will keiner was gesehen haben. Okay, hier also lebt der übliche Aufruf nach Mithilfe, ja? Hier lebt aber tatsächlich auch keiner. Das ist, wie gesagt, altes Fabrikgelände. Auch nicht viel. Justin, ich werde dir jetzt einen Geheimtipp verraten. 90% der Fälle ist es immer der Gärtner gewesen. Okay, aber pass auf. Okay, Casey, ich kenne diese alte Weise, aber ganz ehrlich, hier am Nordpol, Gärtner, ich weiß ja nicht. Doch, das sind die ja immer, was glaubst du, wer denn immer die ganzen Schneemänner und so wieder aufbaut jedes Mal? Ja, gut, stimmt, vielleicht habe ich übersehen, dass hier irgendwie Landschaftsgärtnerei anders läuft. I guess, hier ist alles aus Schnee und Eis. Es wird alles aus Schnee geformt, ganz genau. Die Hecken, die Bäume. Und wir werden jetzt mal rausgehen, weil draußen ist bestimmt der Gärtner gerade zu Tage. Und dann werden wir dem mal ordentlich einheizen. Dass du mir aber nicht wieder so aggressiv wirst, wie sonst immer. Pass gut auf. Ja. Yeah. So. Ich guck mal kurz aus dem Fenster. Da steht doch jemand, oder nicht? Du guckst aus dem Fenster und siehst einen alten Mann, wie er da mit einer Schneeschippe gerade dabei ist, ein bisschen Schnee zusammenzuschieben, wo die Leute halt entsprechend auch, damit die laufen können drumherum und hin und wieder auch so einen alten Schneemann noch ein bisschen bisschen Schnee zuführt. Und ein alter Mann mit längerem grauen Haar und sieht dich auch am Fenster stehen, winkt dir freundlich zu. Und macht dann seine Arbeit weiter. Und dann wende ich mich Justin zu und sage, wir machen es genau, wie wir besprochen haben.
Du gehst vor. Und wenn es Zeit fürs Grobe ist, dann hol den guten Casey Close. Alles klar. Ah, ich gehe da mal langsam raus, rücke noch meinen Kragen zurecht, sehe zu, dass ich meine Marke griffbereit habe und gehe zu den potenziellen Zeugen raus, räuspere mich hinter ihm und wünsche einmal einen schönen guten Tag und frage nach seinem Namen. Schönen guten Abend. Ach Mensch, was ist denn hier überhaupt passiert? Mein Name ist Henry Smith. Ich bin hier... Henry Smith, Gärtner. Ja, mit TH am Ende nehme ich an. Ja, ja, natürlich. Alles klar, dankeschön, Mr. Smith. Was machen Sie hier, Mr. Smith? Ist das Ihr Job, was Sie da gerade machen? Ja, ich pflege hier so ein bisschen das alte Gebiet hier. Da muss ja irgendjemand muss sich ja da ein bisschen drum kümmern, nicht? Ja, ja, ja. Es ist auch auf jeden Fall schön, wenn auch pflegebedürftige alte Gelände ihre Aufmerksamkeit bekommen. Sagen Sie, sind Sie schon lange Gärtner hier oder arbeiten Sie für eine Firma, die auch andere Objekte betreut? Ich bin damals von Preston persönlich angestellt worden vor 70 Jahren. Mensch, so lange schon. Ja, schon so lange. Der wollte einfach, das heißt, dass die alte Fabrik hier sich noch ein bisschen, ja, dass sie nicht einfach dahin siecht. Das hat ihm nicht gefallen. Alles klar. Sie sagten, Sie haben gerade einen Namen erwähnt. Preston war der Name, ja? Preston. Was wissen Sie denn über den Kollegen und warum nennen Sie mir hier einfach schon den Namen? Ich habe ja noch gar nicht darüber gesprochen, was ich von ihm möchte. Sie haben mich gefragt, wie lange ich hier arbeite und ich habe Ihnen gesagt, wer mich eingestellt hat und ja, wie lange ich hier arbeite. Es ist nur, ich frage nur deswegen, weil Ihr ehemaliger Chef, wie es aussieht, eines rapiden Todes gestorben ist. Beziehungsweise, und? Ob der so rapide war, geht es natürlich zu klären. Ich hoffe, das ist keine allzu neue Neuigkeit für Sie. In dem Moment, wo du sagst, hält er sich sofort wirklich ernsthaft schockiert die Hand vor den Mund und lässt auch seine Schaufel einfach fallen. Und wie? Er ist tot? Ja, ja, sofern ich das sagen kann, schon. Nach mehreren Messerstichen und 3 Kugeln in der Brust ist man für gewöhnlich tot. Das ist leider der Zustand, den wir Ihren Boss gefunden haben. Tut mir leid, es ist jetzt auf diese brutale Art und Weise erfahren, aber ich bin halt auch hier, um zu ermitteln. Mit meinem Kollegen zusammen, der ist noch drin und der hat mich auch. Du siehst auch, wie ich stehe am Fenster und mach so. Du siehst auch, wie seine Augen sich tatsächlich leicht mit Tränen füllen. Ich mache eine beschwichtigende Geste Richtung Casey. Ich merke, in ihm kochen schon wieder die Emotionen hoch und ich will nicht, dass es hier zu heiß wird. Zumindest noch nicht. Gut, Mr. Smith, das tut mir, wie gesagt, aufrichtig leid, dass ich Ihnen das jetzt auf so brutale Art und Weise schildern musste. Aber ich bin mir sicher, Sie können als langjähriger Angestellter Ihres ehemaligen Bosses uns einige sachdienliche Hinweise liefern. Haben Sie eine Ahnung, wer Creston etwas Böses hätte wollen können? Ach, das war ja so ein guter Mann. Wir haben uns gestern Abend, wann ist er gekommen? Irgendwann um... Ja, so kurz vor 8 ist er bei mir vorbeigekommen und hat gesagt, dass ich mich nicht wundern soll, weil er hier noch ein bisschen arbeiten möchte. Und das war so ein herzensguter Mann und ich kann mir nicht vorstellen, dass dem irgendjemand irgendwas Böses wollte. Das war ja, also, der hat ja so viel auch für den Nordpol getan. Oh. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich weiß zwar nicht vom Tagesgeschäft des Herrn so, da habe ich immer mich entfernt von gehalten. Aber sagen Sie, es ist schon ein bisschen verdächtig, dass Ihnen das ganze Polizeiaufgebot hier irgendwie nicht aufgefallen zu sein scheint und Sie hier einfach Ihren Job weitermachen. Darf ich dazu mal fragen, wie Ihnen das so egal sein kann, dass Sie da hier rumlungern? Aufgefallen ist mir das schon, aber die machen halt ihren Job und ich mache dann einfach meinen Job. Im Prinzip nichts sehen, nicht hören. Weiterarbeiten? Ich möchte einfach niemanden stören. Ne? Das ist ja, wenn ich jetzt da die Polizei, nehmen wir mal an, ich frage einen Polizisten, was er da gerade tut. In dem Moment kann er nicht aufpassen. Und schwupps wird gegenüber plötzlich was ausgeraubt. Dann bin ich schuld. Mr. Smith. Ja, danke. Das hilft uns nicht gerade weiter. Bleiben Sie mal kurz einen Moment stehen. Ich muss mal den Kollegen was fragen. Aber natürlich. Ich gehe rein und wende mich an Casey. Erzähl ihm kurz, was ich bisher aus dem Gärtner rausgekitzelt habe und frag ihn um Rat und ob der olle Lümmel nicht für echt einfach ein fetter Lügner ist, was seine Anwesenheit am Tatort betrifft. Also Justin, danke Mama Laura fürs Folgen.
Und abgesehen davon, das stinkt doch zum Himmel. Ne, dachte ich mir auch. Ich meine, der ist halt, also nach eigener Aussage ist er seit 70 Jahren oder was angestellt gewesen bei unserem Mordopfer hier und er konnte mir keine vernünftigen Antworten darauf liefern, warum er hier einfach am Tag des Todes des Opfers einfach ganz normal nach seinem Job nachgeht, obwohl wir hier mit einer Hundertschaft aufgelaufen sind. Ich glaube, ich brauche mal deine Hilfe da draußen. Ich möchte mal ein bisschen Probe äußerst machen. Verdächtig. Ja. Das ist äußerst verdächtig, Justin. Du hast genau den richtigen Riecher. Da müssen wir nachbohren. Da müssen wir nachbohren. Der verbirgt doch was. Alles warum sollte wirklich. Er sich hier am Tatort befinden, wenn er nicht verdächtig wäre? Ja, mein Reden. Exakt. So, da krempeln wir mal die Ärmel hoch. Die Ärmel sind zu eng zum Hochkrempeln. Ich bin zu. Die Zeit du bist einfach zu muskulös, Lexi. Ja, das sind die Muskeln. Gut. Dann eben ohne Ärmel. So, ich geh mal raus da. Guten Tag. Ah, schönen guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ihr Name ist Henry, nehme ich an. Sie sind der Gärtner. Henry Smith. So. Mitkommen. Wir fahren jetzt mal aufs Revier und dann werden wir rausfinden, was sie zu verbergen haben. Oh, ich hab doch das sind heute die Handschellen raus. Was sind die Handschellen? Ja, natürlich. Ich war nur von deiner Ermittlungstaktik so dermaßen eingeschüchtert, warte ganz kurz. So, hier. Einen Augenblick. So, da sind sie. Sehen Sie, da werden sie dann gelegt. So. Ja, er völlig schockiert hält er dir die Hände hin. Du kannst ihn dann auch relativ leicht die Handschellen anlegen und ja. Wenn sie wirklich unschuldig sind, dann brauchen sie sich auch keine Sorgen zu machen. Das Rechtssystem funktioniert einwandfrei, das kann ich Ihnen sagen. Ja, ich verstehe, sie machen ja nur ihren Job. Ganz genau. So, dann mal auf ins Auto. Alles klar. Er lässt sich auch ohne Widerstand ins Auto führen. Und ihr fahrt zurück aufs Revier und kommt dann auch nach relativ kurzer Zeit dort an. Justin, weißt du, wir hätten ihn auch vor Ort befragen können, aber mir ist aufgefallen, es ist 16.30 Uhr und da gibt es Donuts. Da ist man am besten auf dem Revier, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hasse es, während der Fahrt zu essen. Außerdem muss ich die Polster dann immer hinterher sauber machen. Aber genau. Ich habe mich wirklich gewundert, warum du den Kollegen einfach eintütest. Ich dachte, da kommt jetzt irgendeine krasse Verwirrtaktik die letzten Tage, die ich noch nicht kenne. Nee, aber das mit den Donuts ist ein Argument, mein Freund. Ja, ist noch einer für mich da? Das sehen wir gleich. So, wir halten am Revier. Ihr haltet pünktlich um 16.30 Uhr zur Donutzeit. Ihr bringt ihn dann also quasi ins Revier rein und Richtung Verhörraum nehme ich an und dann aber mit einem kleinen Umweg am Pausenraum. Ja. Ihr kommt am Pausenraum vorbei und was dir direkt auffällt, Donuts hat gegeben, aber ihr seid tatsächlich eine Minute zu spät und es sind schon alle vergriffen. Beziehungsweise alle guten. Es gibt tatsächlich ein paar wirklich einfach ohne irgendwas. Ganz, ganz. Tag ist gelaufen. Ein paar simple. Liegen noch so ein paar vereinzelte Schokosplitter. Gut, ich habe immer noch einen Plan B. Ich esse die Splitter so mit dem Finger. Ja, isst du die mal. Ich habe da so ein Fläschchen in meinem Schreibtisch. Das ist eine ganz gute Alternative zu Donuts. So. Okay. Komm, wir gehen mal trotzdem in den Verhörraum. Wir haben noch nicht offiziell Feierabend. Lass uns kommen, wir gehen. Machen wir es wie sonst auch? Also willst du... Du weißt schon. Ja. Ja? Genau so machen wir es. Ich mach die Mama. Gut. Alles klar. Danke, Jutulia, fürs Folgen. Danke. Willkommen an Bord. Ja, so wie wir es immer machen, also das bedeutet, ich oder du fang an, richtig? Bisher haben wir das doch immer so gemacht, dass ich erst ein bisschen weichklopfe und ein bisschen mit Strafmilderungen argumentiere und dann, wenn ich Druck brauche, hole ich dich rein, oder? Mach ich den Tisch kaputt, ja. Nein, nicht wie letztes Mal. Nicht direkt den Tisch. Wir machen... Okay, den Stuhl kaputt. Ja, nimm das Level vom Tisch vom letzten Mal und so zwei Level darunter. Ich glaube, das reicht für den. Gut. Okay. Ich habe verstanden.
Ich gehe rein. Bereite alles vor. Bis gleich. Mhm. So, ich mache die Tür auf und setze mich Henry Smith gegenüber. Er sitzt relativ entspannt, aber irgendwie doch so aus, also so eine Mischung aus leicht nervös und doch aber entspannt. Wirklich so ein leichter Wechsel, immer so ein wellenförmig hin und her. Weiß einfach nicht, warum er hier sitzt, scheinbar. Ja. Gut, Mr. Smith, wir haben uns ja eben am Tatort schon kurz unterhalten. Ich war jetzt auch gerade mit dem Kollegen nochmal in der Küche, aber Donuts waren leider alle, sonst hätte ich Ihnen natürlich auch einen mitgebracht. Tut mir übrigens leid, das mit den Handschellen. Ich hoffe, die sitzen nicht zu fest. Ach, es ist schon gut, ist schon gut. Sie machen ja nur ihren Job, nicht? Ja, ja, das stimmt wohl. Ich frage nur, weil gerade diese Handschellen neigen dazu, echt unschöne rote Spuren zu hinterlassen. Aber wenn Sie sagen, es geht, dann geht es. Gut, Mr. Smith, ich muss Sie ein bisschen detaillierter dazu fragen, was heute passiert ist an Ihrem Arbeitstag. Können Sie mir sagen, bevor du wann anfängst, haben Sie heute Ihre Schicht begonnen? Entschuldigung, bevor du anfängst, ja. Detective Casey Close, du guckst wahrscheinlich dann über den Zwischenraum durch die Glasscheibe zu, oder? Ja. Gut, klar. Alles klar. Alles klar, das war der Mann. Okay. Nichts für ungut, Mr. Smith. Wir haben ja vorhin schon gesprochen, aber ich muss Sie dann doch noch etwas detaillierter zu heute befragen, vielleicht auch gestern. Können Sie mir gerade einfach mal sagen, wann haben Sie heute Ihre Schicht begonnen? Ich habe heute meine Schicht begonnen um, ich glaube, wann war das? 6 Uhr morgens. 6 Uhr in der Früh. 6 Uhr. War das so Punkt 6 oder sind Sie immer ein bisschen früher da, um vielleicht schon mal ein bisschen, ich weiß nicht, die Schaufel zu wachsen? Höchstens, ich sag mal, höchstens 5 Minuten. Ich bin ja inzwischen auch ein bisschen hiermit. Sorry, aber der hat einfach bis 16 Uhr, von 6 Uhr bis 16.30 Uhr da im Garten gearbeitet. Gärtner am Nordpol sind hart. Das stimmt. Danke, Icepacks, fürs Abonnieren. Danke. Ich bin ja schon ein bisschen älter und ja, auch nicht mehr so schnell, deswegen ja, viel früher schaffe ich dann aber auch nicht. Alles klar. Also erstmal meinen gesunden Respekt dafür, dass Sie sich so früh noch aus dem Bett quälen für Ihren Job. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen, als Sie heute Morgen zur Halle gekommen sind? Irgendwas, was ungewöhnlich war? Also es waren heute Morgen auf jeden Fall Schlittenspuren. Die sind eher selten geworden in den letzten Jahren. Die hatte ich tatsächlich gesehen, aber dachte mir, dass eventuell Preston sonst irgendwo mal mit seinem Privatschlitten da vorgefahren ist oder sowas, aber ansonsten, das ist so das Ungewöhnlichste, was ich so in letzter Zeit auch erlebt habe. Okay, Sie sagen also, die Spuren könnten von Prestons Privatschlitten stammen. Das habe ich einfach mal so vermutet. Aha. Gibt es für Sie irgendeinen Grund, warum er ausgerechnet in der Woche nach Neujahr, wo ja eigentlich alle Elfen langsam in den verdienten Urlaub gehen, mit seinem Wagen in die Fabrik gefahren sein könnte? Ja, das ist ja die alte Fabrik und er arbeitet ja schon seit 10 Jahren nicht mehr Vollzeit. Der macht ja eigentlich hier privat in der alten Fabrik nochmal so ein bisschen Spielzeug, was er dann sehr auserwählten, sehr gütigen Menschen zu Weihnachten dann schickt. Einfach aus ja, privater Nächstenliebe. Er war ja so ein guter. Ach, wie schön. So einer war er, ja. Also der Preston war jemand, der sich ganz besonders noch um Kinder gekümmert hat, auch wenn Weihnachten schon durch war. Ja, der hat sich um alle gekümmert. Der ist zwar wirklich so ein Herzensguter. Der hat sich ja auch nie was zu Schulden kommen lassen. War Ihnen denn ein guter Arbeitgeber? Es war ein super Arbeitgeber. Der hat also schön. Wirklich top. Der hat immer pünktlich gezahlt. Mhm. Der hat auch ab und zu hat er einmal freigegeben, wenn es dann doch mal ein bisschen zu heftig wurde mit dem Schnee. Ja, hört sich ja nie auf, ne? Ja, das ist also hier immer, ist immer wieder dasselbe. Jeden Tag aufs Neue, nicht wahr? Wenn es nicht schneit, ist es nicht der Nordpol. Darf ich auch immer. Und sagen Sie, darf ich Ihnen warmen Kakao anbieten? Doch, das wäre wirklich nett. Ja, dann würde ich direkt einfach mal den Kollegen holen. Der kommt mit einem warmen Kakao vorbei. Oder vielleicht hole ich ihn den und der Kollege redet in der Zwischenzeit mit ihm. Da, der hat nochmal eine andere Herangehensweise. Er hat auch ein ganz anderes funktionierendes Gehirn, der... Ne? Der ist schon lange dabei, der weiß, wie er mit so Kronzeugen, wie Sie potenziell einer sind, umgehen muss. Ich hole den Kakao, ja. Ein bisschen Zucker dazu, Sahne oben drauf. Och, das wäre nett, das wäre wirklich nett. Nicht zu viel Sahne, wenn es geht. Ja, bringe ich mit. Marshmallows? Oh, Sie sind aber ein guter.
Ich weiß. Bis gleich. In der Zwischenzeit, während der Befragung, geht die Tür zum Beobachtungsraum, nennen wir ihn jetzt einfach mal, auf. Und eine große Gestalt mit weißem Fell betritt den Raum und du erkennst sofort, dass es dein Captain ist. Es ist Captain. Nämlich Captain Francis. Und der betritt den Raum und hat zwei Donuts in der Hand. Einen davon reicht er dir. Oh, danke schön. Oh, ich dachte, es gibt keine mehr. Ah, ich hab die gesichert. Ich dachte, du kommst eh wieder zu spät. Wen haben wir denn hier? Ich komme nie zu spät zur Donutstunde, das wissen Sie doch, Captain. Oh. Hier haben wir ein äußerst verdächtiges Individuum. Sie haben es ja sicherlich mitbekommen. Der gute Preston, Candy Cane, ist erschossen und erstochen worden. Mehrfach. Ja, ich habe den Bericht auf meinem Tisch gekriegt. Ah, da sind Sie mir einen Bericht voraus. Und das ist unser Hauptverdächtiger? Der Hauptverdächtige, ganz genau. Es ist der Gärtner. Natürlich. Und er war vor Ort. Und er hat sich äußerst verdächtig verhalten. Und jetzt werden wir dem mal einige Infos aus ihm rausholen. Justin hat schon sein Bestes gegeben, aber er ist ja immer etwas zimperlich, wissen Sie. Und was war sein verdächtiges Verhalten? Was hat er gemacht? Was war nicht verdächtig? Das ist die Frage, die wir stellen sollten. Ich verstehe. Gib dir den anderen Donut. Gib dir mal Detective Case und ich will Ergebnisse auf meinem Tisch. Und verlässt den Raum wieder und damit ist Justin auch quasi zum Kakao holen gegangen. Ja, dann nehme ich mir meinen Koffer und gehe rüber ins Verhörzimmer. Ohne was zu sagen, lege ich den Koffer auf den Tisch vor Henry, klappe den so auf und hole einen Lebkuchenmann raus. Ja, kann ich Ihnen einen Lebkuchenmann anbieten? Ach, ich krieg gleich einen Kakao. Also, und er wirkt aber tatsächlich fast ein bisschen erschrocken von diesem Lebkuchen und weicht ihm auch so ein bisschen zurück. Was haben Sie damit vor? Ich esse den. Keine Ahnung, ist einfach Lebkuchen. Und wenn du anfängst, den Lebkuchen zu essen, kriegt er auf jeden Fall riesengroße Augen. Wieso? Darf ich keinen Lebkuchen essen? Nö, mach. Okay, ich esse den. Und dann nehme ich den Stuhl und schmeiß den an die Wand, sodass der in seine Einzelteile zerbricht. Und pack Henry am Kragen und ruf: Warum hast du Preston ermordet, hä? Was ist dein Motiv? Was hat er dir getan, der gute Preston? Los, spuck's aus! In dem Moment öffne ich die Tür zum Verhörraum und komme mit einem heißdampfenden Becher Kakao obendrauf, bisschen Sahne, dann auch zwei Marshmallows rein und bin völlig guter Dinge. Moin, sag ich. Hier, dein, ne? Ich hab dir, also unter uns, da ist ein kleiner Schuss von was Gutem noch mit drin. Retten Sie mich doch vor diesem Irrsinnigen. Helfen Sie mir. Der ist wahnsinnig. Ach was, der macht das immer so. Da müssen Sie gar keine Angst haben. Nicht wahr, Casey? Wir lassen unsere Verdächtigen unverletzt. Wenn Sie endlich auspacken, dann ist es natürlich kein Problem. Dann haben Sie nichts zu befürchten. Ich hab ihn nicht. Lass Sie beide einfach mal wieder weiterschnacken. Ja, vielleicht pusten, stell hier die Tatze da einfach ab. Ja, bis gleich. Ich lass ihn los und setz mich ihm gegenüber. Nee, ich hab ja keinen Stuhl mehr. Ich stell mich ihm gegenüber. Ja, er ist ganz, ganz, ganz erschrocken, sitzt er dir gegenüber und schaut dich an. Ich hab ihm nichts getan. Er war zwar ein Arschloch, aber ich hab ihm nichts getan. Wollen Sie nicht trinken? Ich zeig auf die Tasse. Und ich möchte in dem Moment, wenn er nach der Tasse greift, möchte ich die auf den Boden schlagen. Er greift nach der Tasse und du schlägst ihn nie sofort. So, und jetzt sprechen wir Tacheles. Was haben Sie am Tatort gemacht? Haben Sie noch nie jemanden arbeiten sehen? Scheint Ihnen das so ungewöhnlich zu sein. Dann Sie. Okay, dann anders.
Angenommen, rein hypothetisch, sie hätten ihn nicht ermordet. Was erstmal noch zu beweisen wäre. Was ich nicht getan habe, ja. Wer käme denn in Frage? Wen sollen wir, wer sollte statt ihnen ihrer Wertigkeit hier sitzen, ne? Laufen Sie doch durch die Straße, da hätte doch jeder ein Motiv. Laufen Sie doch durch die Straße, da hätte jeder, wieso hätte jeder ein Motiv, Preston zu töten? Hören Sie. Wir haben jeder, der für ihn gearbeitet hat, und er schaut sich verschwörerisch einmal um und sieht irgendwie oben in der Ecke des Raumes eine Kamera. Die ist nicht angeschlossen. Wink dich noch ein bisschen näher ran. Ja. Hören Sie. Damit. Sie wissen doch, dass der Nordpol von der Center Corp kontrolliert wird, nicht wahr? Und weiter. So. Was meinen Sie, macht so ein großes Unternehmen, wenn einer Ihrer Mitarbeiter vielleicht nach außen hin die tolle Seele sein soll und nach hinten raus es vielleicht gar nicht ist? Meinst du nicht, da kommt ein bisschen Geld hier und da und vielleicht die ein oder andere Verschwiegenheitsklausel? Hä? Fühlt sich hier gerade in Sudoku? Oder mache ich hier ein Verhör? Kannst du mal Klartext sprechen jetzt? Was mache ich denn? Ja, aber, ich verstehe kein Wort von denen. Deutlicher möchte ich es bitte hören. Bist du so schlecht? Sind Sie so schlecht in Ihrem Job? Also, Sie können froh sein, dass Sie noch auf dem funktionierenden Stuhl sitzen. Gleich werde ich das nämlich mal ändern hier. CenterCore bezahlt alle Leute, die zu nah mit Preston Candy Cane zusammengearbeitet haben, dass sie möglichst positiv über ihn sprechen sollen und nicht erzählen, was der teilweise hinter verschlossenen Türen mit seinen Praktikanten und Praktikantinnen so treibt. Oha. Okay, ich verstehe. Keine weiteren Fragen. Alles von dem Verhör habe ich aus dem Nebenraum mitbekommen. Ja. Während ich dem Kakao beim Abkühlen zuerst mal zugeguckt habe, habe ich dann natürlich auch meine Ohren gespitzt und ein bisschen mitgeschrieben dabei, was Kollege Close rausgefunden hat. Ich trete nochmal so gegen das Stuhlbein, dass dein Stuhl zusammenbricht und dann gehe ich raus und rüber. Ja. So, das, Casey, was meinst du, ist da dran von dem, was er dir gegenüber gerade noch ausgepackt hat? Ich kann immer noch nicht sagen, ob er es war, aber auf jeden Fall hat er uns einen ziemlich guten Anhaltspunkt gegeben, wo wir vielleicht nochmal nachforschen sollten. Mhm. In der Zwischenzeit vibrieren auch eure Handys und ihr habt SMS von, wie haben die nochmal genannt, den Gerichtsmediziner? Friedrich eine SMS gekriegt, die Stiche, er hat in den Wunden Rückstände von Zuckerstangen gefunden. Und zwar von sehr, sehr alten Zuckerstangen. Und die Schusswunden wurden von einer 9mm verursacht. Achso, okay. Das ist 9mm Marshmallow-Kanone. Oha. Was ist los? Hast du dieselbe SMS bekommen wie ich gerade? Ja. Okay. Das mit dem Zucker in den Stichwunden, ich weiß nicht, das erinnert mich an einen Fall, den ich mal hatte in Seattle. Da wurde ein Santa-Darsteller umgebracht mit angespitzten Candy Canes. Glaubt man das? Meinst du, das könnte vielleicht ein Trittbrettfahrer sein? Ich meine, Seattle ist weit, aber der Nordpol ist langweilig und wie wir gerade erfahren haben, hatte unser guter Preston wohl mehr Feinde, als man glauben möchte. Eine These, die wir vielleicht zunächst bestätigen lassen sollten, indem wir vielleicht mal bei der Center Corp etwas nachforschen gehen. Zu dieser Zeit ist sie nur spärlich besetzt, der perfekte Zeitpunkt für eine kleine Geheiminvestigation. Erzähl mir mehr. Undercover, Baby. Ganz genau. Was ist denn wir klar? Werden, ich,
Wir werden uns verkleiden in der guten alten Faschingsabteilung hier im Polizeirevier. Werden wir einige gute Sachen finden. Und dann unter einem Vorwand werden wir reingehen. Wir verkleiden uns als Elektriker. Die haben so viel alte Glühbirnen da. Das ist tagtäglich ist da was kaputt. Wenn wir da einfach sagen, ja, wir wurden geschickt, weil irgendwo keine Glühbirnen gehen, dann lassen die uns auf jeden Fall rein. So war ich schon 100 Mal da. Alles klar. Klingt nach bewährter Methode. Wir holen einfach die Warnweste und die gelben Helme und dann auf geht's. Ohne Leiter. Okay. Und eine Leiter, ganz genau. Das ist wichtig. Ja. Kommst du überall mit rein. Den guten Henry lassen wir lieber nochmal hier. Wir wollen uns am Ende nicht die Blöße geben, dass, falls das doch war, dass wir ihn haben laufen lassen in der Zwischenzeit. Folgt natürlich dem Protokoll so ein bisschen und lasst ihn dann erstmal in eine Verwahrungszelle bringen. Ja, das hätte ich sonst erfragt, ob das überhaupt so richtig ist, dass wir ihn noch länger festhalten, so ohne Indizien. Aber das ist, wie lange? 24 Stunden dürfen wir ihn einknasten, oder? Bevor überhaupt irgendwas... Ja. Sagen wir einfach 24 Stunden. Ich könnten sogar mehr sein. Ne? Ich glaube 24. Es ist nicht so schlimm. Wir müssen ihn nur in Geschenken. Wir müssen nur ihn in Geschenken kompensieren. Ein Geschenk pro 24 Stunden. Davon haben wir ja viele. Okay. Und dann setzten wir uns wieder hinter das Steuer des Autos und fuhren langsam in Richtung Santa Corp. Mit eurem Auto oder holt ihr euch ein Überwachungsauto quasi für die Elektriker. Haben wir sowas noch auf dem Parkplatz? Oder müssen wir den erst besorgen? Ne, könntet ihr eventuell auf dem Parkplatz noch haben, sowas? Ist ja die Polizei, die Nordpol-Polizei, die ist ja gut ausgerüstet. Die hat zwar nicht viel zu tun, aber die ist gut ausgerüstet. Casey, bevor wir losfahren, sag mal. Haben wir nicht von der letzten Razzia noch den einen Van rumstehen hinten? Ich meine, ich weiß nicht mehr genau, was für ein Firmenname drauf stand, aber ich glaube, man könnte meinen, irgendwas mit Lux. Also mit X, weißt du? Das klingt nach Lux Elektrik. Lux mit X? Ja. Ja, das ist eine gute Idee. Den nehmen wir. Dann fallen wir nicht auf und außerdem passt da auch die Leiter rein. Meinst du, der ist vollgetankt oder wir müssen in Aserbaidschan kann man Bescheid sagen oder sowas? Ich kenne mich da nicht aus. Ah, das wird schon reichen, die paar Minuten bis zur Center Corp. Ja, er hat das Ding bestimmt. Ja. Ja, ihr macht das, ihr holt euch das Auto von der McKay Electrics schnappt euch das Auto, beladet es mit euren nötigen Equipment und fahrt dann los zur Center Corp. Kommt ein bisschen durch so ein leicht wieder dörflicheres Gebiet vom Nordpol, ein bisschen klassischer, ruhiger und irgendwann seht ihr in der Ferne schon diesen riesigen, riesigen Tower der Santa Corps, der euch immer größer wird, je näher ihr kommt und kommt dann da auch irgendwann auf einen großen Firmenparkplatz zum Halt und habt dann erst den Eingang mit leichter Holzfassade, wo er dann direkt, wie gesagt, vor dem Santa Corps Hauptquartier steht. Oh Mann, das sind wirklich viele, viele Klingelschilder, Mann. Hast du eine Ahnung, wo wir am besten vorstellig werden? Soll ich in der Lobby klingeln? Ist die überhaupt besetzt? Ihr seht, durch die sind auch ein paar größere Glasscheiben, seht tatsächlich diese riesen Eingangslobby, wo auch in der Mitte halt dieses typische Lobby-Halbkreis-Tresen steht und dahinter halt eine Person, sehr, sehr schmale Statur steht und direkt umringt auch von Weihnachtsbäumen, die natürlich lichterbehangen da stehen. Und wie gesagt, die Lobby ist tatsächlich besetzt. Alles klar, wie sah's denn? Ich kann den Scheiß auch nicht leiden, ich kann keine Nadelbäume mehr sehen, Mann. Nee, irgendwann hat man da keinen Bock mehr drauf. Pass auf, wir müssen in den Verwaltungstrakt. Da ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass sie dort irgendwelche alten Akten oder sowas aufbewahrt haben. Du meinst, sie haben da ein Archiv? Ja, sicherlich. Okay, wollen wir die nette Person da hinten fragen? Ich kann von hier aus nicht erkennen, ob es eine Frau ist.
Ja, lass uns mal dich da rangehen. Ich bin mir gerade auch nicht sicher. Dass alles klar. Ihr kommt dann in die Lobby. Kannst du die Leiter nehmen, die ist schwer. Ihr kommt in die Lobby und sobald ihr die Türen aufgemacht habt, kommt euch sofort dieser Geruch eben von warmem Kakao, gebackenen Plätzchen und die seicht laufende Weihnachtsmusik, die euch entgegenklingelt. Und ihr kommt den Tresen immer näher und ihr seht halt eine undefinierte Gestalt tatsächlich, also humanoid einfach, aber einfach glatt rasierten Kopf und einfach nur ein freundliches Gesicht, was euch entgegenlächelt und einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen bei der Center Corporation, ein allseits frohes Fest wünsche ich Ihnen, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Moin. Wir sind die Detectives Close und Case und wir sind heute zusammen hier. Entschuldigung, also, was mein Kollege sagen wollte. Wir sind Elektriker von Dings, dieser Elektriker. McKay Electrics. Ja, ach, gibt es inzwischen auch Ränge bei Elektrikern? Das ist ja spannend. Ja, genau. Als Detective Electrician hat man nicht ihres Leben. Ja, das hat man sich überlegt, um mehr Gehalt rausschlagen zu können. Ein kleiner Trick unsererseits. Wir fixen nicht nur die Probleme, wir finden sie auch. Verstehen Sie? Das ist ja spannend. Was man nicht alles lernt, nicht wahr? Ja, gut, genug der Smalltalk-Geschichten. Wir sind natürlich hier wegen der Glühbirnen, ne? Im Archiv oben. Im Archiv, da haben wir Bescheid bekommen, dass da so einige kaputt sind und da müssen wir leider mal mit schwerem Prüfgerät ran. Die Person beginnt tatsächlich direkt nach einem Telefon zu greifen. Da müsste ich ja mal eben nachfragen und hält sich den Hörer an den Kopf und tippt ein paar Zahlen ein. Sparen Sie sich die Mühe, die Kolleginnen sind schon gar nicht mehr im Büro. Wir sind hier freiwillig nach Feierabend jetzt nochmal hingefahren, einfach weil wir die Center Corp so lieben und seit Jahrzehnten auch die Produkte vertrauen und auch ein großes Interesse daran haben, dass es der Firma gut geht. Ist ja wichtig genau. Für uns hier am Nordpol. Und es handelt sich außerdem auch um eine Promo-Aktion. Glühbirnen for free. Ne? Die ersten 50 Glühbirnen umsonst. Genau. Also wenn Sie wollen, können wir auch später noch die Sicherung im Keller prüfen, aber dann müsste ich Ihnen 10er abknüpfen. Warten Sie noch kurz, es klingelt. Ich glaube, da geht gleich jemand dran. Warten Sie kurz. Rufen Sie eigentlich an. Ich rufe im Archiv oben an bei Terry. Der kümmert sich da ja drum. Ja, super. Super schön. Ja, ich dachte, Sie wollen bei uns genau, in der Firma was wir anrufen. Ja, gut. Da ist um diese Uhrzeit keiner da. So. Also ich gucke gerade ein bisschen mit Justin rüber. Gerade geht da auch irgendwie keiner ran. Aber ich kann sie jetzt auch ganz schlecht einfach so hier ins Firmengebäude lassen. Das ist ja immer, Sie wissen ja, wie das ist in so großen Unternehmen. Nicht aber wahr? Wir haben die roten Warnwesten an. Ja, und wir sind da geprüfte Fachleute. Also wir haben ein sehr geschultes Auge und ich wette, wenn wir so durch die Stockwerke gehen, dann fällt uns ganz schnell auf, wo keine Glühbirnen funktionieren. Ach, die roten Warnwesten haben sie an. Ich habe gedacht, das wären gelbe. Ja, dann, Entschuldigung, dann sind sie ja natürlich... Dann möchte ich Sie gar nicht aufhalten. Gehen Sie hier durch die Schleuse durch und dann können Sie dann direkt den Fahrstuhl in den 14. Stock nehmen. Da ist dann das Archiv. Ja, wussten wir es doch. Dankeschön. Ja. Sie werden es nicht bereuen. Ja, und die Person lässt euch dann durch eine Schleuse durch, drückt auch einen Knopf, dass ihr dann auch eben durchtreten könnt. Und ihr steht dann, nachdem ihr da ein bisschen weiter geht, durch die Halle auch, steht ihr dann entsprechend vor dem Fahrstuhl. Ja, ich drück mal aufs Knöpfchen, ne? Oder bist du so ein Mensch, der das immer machen muss? Nee, das passt schon. Okay, ich drück aufs Knöpfchen. Ihr... Du drückst auf den Knopf und du siehst sofort, dass oben eine rote Zahl anspringt, aktuell auf 113 und quälend langsam immer wieder ein Ping drunter geht. Nur noch 99, Mann. Nur noch 99. Wie wollen wir das eigentlich oben machen? Stehst du Schmiere im Flur und ich guck nach, oder? Das können wir gern so machen, ja. Ja. Das machen wir so. Oh Mann, 60. Wie weit ist der Fahrstuhl jetzt? Sind auf 60.
Und ja. Ihr seht tatsächlich, wie der, wie gesagt, es quält langsam und im 14. Stock bleibt er tatsächlich eine Weile offen und fährt dann weiter runter. Beziehungsweise im 14. Stock dauert es tatsächlich länger, sagen wir es so. Hey Casey, hat das Ding gerade im 14. kurz angehalten? Oder? Das war ja verrückt. Merkwürdig. Etwas merkwürdig. Okay. Ja. Hast du, ich habe mir schon mal ermittelt. Ja. Okay. Ja. Nur für den Fall. Da ist sie. Und die Tür, meine geht treue Waffe hat mir noch nie geschadet. Hm? Wie bitte? Die Tür geht dann auch auf vom Fahrstuhl. Ja, wir gehen rein. Ich drücke auf den Knopf für den 14. Und dann geht das Warten von vorne los. Ja. Und ihr steht dann, habt auch wieder schöne weihnachtliche Jingle-Musik im Fahrstuhl. Und geht euch quasi vom ersten Ton an schon auf den Senkel. Okay, Casey, ich hasse Weihnachtsmusik. Warum muss in solchen Aufzügen und ausgerechnet hier heute noch Weihnachtsmusik laufen, Mann? Glaub mir, in 30 Jahren hast du alles ausgeblendet. Na. Ich hoffe, ich bin noch ein bisschen länger im Dienst. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Noch länger als 30 Jahre? Ja, ihr habt doch gerade meine 6 hinter mir. Ich will das schon machen, bis ich echt gar nicht mehr darf. So. Hör zu. Was wolltest du eben sagen? Ich frage mich, ob eben vielleicht jemand ausgestiegen ist im 14. Stock. Aber sagte sie nicht, oben sei niemand? Na, sie sagte, oben im 14. sei vielleicht niemand mehr. Aber vielleicht ist jemand von oben runtergefahren, meinst du? Oder ist es jemand von 99. Stock in den 14. gefahren? Nein, es muss ja dann der 113. gewesen sein. Als ich gedrückt habe, war er auf 113. So. Und dann ist im 14. jemand ausgestiegen. Dazwischen hat es nichts gehalten. Zumindest nicht so, wie ich das wahrgenommen habe. Also muss der oder wir diejenige ja vom Dach gekommen sein. Wir haben ja nichts zu verlieren. Wir sind erstens 1A verkleidet. Ja, und wenn nicht, stimmt. Dann haben wir unsere Polizeimarken und können sowieso machen, was wir wollen. Ja, das mit der Marke, die habe ich vielleicht im Büro gelassen. Aber du hast ja deine Waffe und ich meine, ich kann ja trotzdem weiter Elektriker. Naja. Ach, guck mal, wir sind schon 80. Wenn wir zum Sparrows All You Can Eat essen, dann hast du deine Marke dabei, damit du die 50% für Cops bekommst. Aber jetzt, wenn wir ermitteln, hast du sie im Büro liegen lassen. Ich weiß halt einfach, wann Bürokratie wichtig ist und wann nicht. Das haben wir in Miami immer so gemacht. In dem Moment kommt ihr dann auch im 14. Stock an. Die Türen gehen auf und ihr tretet halt hinaus auf den längeren Flur. Wieder nach links und rechts geht er weiter und ihr seht dann bei den Schildern direkt am Fahrstuhl auch, dass es dann links rum eben zu den zum Archiv geht. Und rechts rum einfach Kantine und WC. Casey, bevor wir ins Archiv, ich würde kurz nochmal auf Toilette verschwinden. Magst du schon mal vorgehen? Ja, gut. Ach, so, bis gleich. Was muss, das muss, ne? Ja, ja. Alles klar, ja. Ja, ich verschwinde dann Richtung rechts, WC. Dann gehe ich nach links Richtung Archiv. Du, aber ich nehme die Leiter auf jeden Fall nicht mit, die ist mir zu schwer alleine. Ich lehne die neben dem Fahrstuhl einfach an die Tür. Du gehst dann Richtung Archiv. Und stehst vor der Archivtür und siehst, dass die so einen leichten Spalt geöffnet ist. Licht an? Licht ist tatsächlich nicht an. Ich öffne die Tür. Du öffnest die Tür, trittst rein und siehst halt tatsächlich gar nichts, weil es einfach komplett dunkel ist. Ich schalte das Licht ein. Du schaltest das Licht ein und siehst sehr, sehr viele Gänge mit, also Gänge zwischen großen Regalen, die dicht gepackt mit Akten sind. Siehst überall Aktenschränke und hörst tatsächlich im hintersten, sobald du das Licht angeschaltet hast, hörst du so in der hintersten Ecke des Raumes, hörst du ein leichtes Geraschel.
Okay, ich halt nehme die Hand an meine Waffe und gehe langsam vor. Ich habe mich inzwischen auf dem Rückweg von der Toilette gemacht. Du bist tatsächlich, ich würde sagen, du bist noch auf Toilette, weil also du gehst währenddessen gehst du auf Toilette und machst dann da öffnest die Tür. Willst du da irgendwie speziell noch was gucken oder? Nö, ich muss wirklich auf Toilette. Du gehst Richtung Toilette und sagen wir, besetzt eine Kabine. Währenddessen nähert sich Casey nähert sich langsam da, wo du was gehört hast. Ja. In langsam Schrittes. In dem Moment hört Justin Case, während du auf Toilette gerade fertig geworden bist, hörst du plötzlich einen Schuss. Ah, was? War das Richtung Archiv oder unten? Du hörst, wenn du es grob triangulierst, glaubst du, dass es aus Richtung Archiv gekommen sein mag. Oh, ich verrichte den letzten Rest, der so sein muss. Wasche natürlich noch meine Hände wie ein verantwortungsvoller Detective und mach mein Overall wieder zu, Weste wieder los. Ab Richtung nicht Archiv. Mal nach dem Sparrow's All You Can Eat, dass du deine Hände gewaschen. Aber jetzt ist Zeit dazu, oder was? Ich bin sehr sauberer, die Dinge. ich eile durch den Flur, versuche dabei nicht zu viele Geräusche zu machen, weil auch ich tatsächlich mal auf einer Polizeischule gewesen bin und natürlich von Gefahr im Verzug ausgehen muss. So. Ich greife nach meiner Waffe, finde aber nur einen Schraubendreher und einen Phasenprüfer. So, bald du aus der Toilette quasi rauskommst, aus dem Raum selber, hörst du tatsächlich, guckst natürlich sofort in Richtung des Archivs und hörst das Ping-Geräusch des Fahrstuhls und siehst nur, wie so ein roter Zipfel mit einem weißen Punkt in dem Fahrstuhl verschwindet und die Tür zugehen und siehst, wie hinten aus dem Archiv tatsächlich, glaubst du, Flammen zu erkennen. Oh, das hat eben noch nicht gebrannt. Kacke. Ich gehe langsam drauf zu, guck mich auf dem Flur noch irgendwie um, ob ich einen Feuerlöscher finde. Du findest tatsächlich relativ kurz vor dem Archiv findest du einen Feuerlöscher. Und da hängt er auch, mein heißbegehrter Feuerlöscher. Ich habe irgendwann mal gelernt, wie man so ein Ding einsetzt. Ich reiß ihn von der Wand, ziehe diese komische Folie runter und mache alles, was dafür nötig ist, das Ding vernünftig einzusetzen. Trete die schon sehr warme Tür ein und baller einfach ziellos mit dem Löschschaum um mich. Und von dem Löschschaum wird auch Detective Casey Close quasi wieder aufgeweckt. Du merkst, wie dir tatsächlich ein bisschen der Hinterkopf schmerzt und wie gesagt, um dich herum Flammen züngeln und Feuerlöschschaum dir quasi irgendwie ins Gesicht spritzt. Sorry Casey, ich habe nicht gesehen, dass du hier liegst. Ich dachte Priorität Feuer löschen und dann gucke ich, was los ist. Ich habe doch eben noch nicht geblutet. Wo kommt das denn her? Ich weiß nicht, Mann, also das Feuer kann es nicht gewesen sein. Hast du das selber verursacht oder was? Meinst du, hier war jemand? Hast du einen Schlag abgekriegt? Ja. Lass mich erstmal aus dem Archiv raus. Das brennt her alles. Oder ja, ach, das Schlimmste habe ich gelöscht. Komm, ich mache hier einmal zum Lüften auf und wir gehen auf den Flur. Ja, optimal. Ich, super. Sehr gut. Ja. Herrje. Nee, ich habe jemanden gehört. Da war was. Und das Einzige, woran ich mich dann noch erinnere, dass jemand auf mich geschossen hat. Geschossen? Ja, dir fällt tatsächlich auf, dass sich aus deiner Waffe ein Schuss gelöst hat. Ich habe auf mich geschossen. Nein, du hast Schmerzen im Hinterkopf und aus deiner Waffe hat sich scheinbar ein Schuss gelöst. Scheinbar habe ich mir in den Hinterkopf geschossen. Ich glaube, wir würden jetzt nicht reden, wenn das so wäre, Casey. Ich glaube auch, du bist lange genug im Dienst, um das zu wissen. Ich kann zumindest keine Angst. Das kann ich mir nicht erklären. Wie bist du Detective geworden? Was zur Hölle? Also ganz ehrlich, als ich vom Klo kam, ich habe irgend so eine Gestalt in den Fahrstuhl verschwinden sehen. Rote Zipfelmütze mit so einem weißen Bommel dran. Wenn ich es nicht besser wüsste, wenn ich nicht absolut sicher wäre, was ich da gesehen habe, so, dann würde ich sagen, das war Santa. Oder zumindest jemand, der so tun wollen würde, als wäre er es. Ich weiß nicht. Lass uns erstmal deine Verletzung versorgen. Jetzt erinnere ich mich. Da war jemand, der hat ein Feuer angezündet. Vor deinen Augen.
vor meinen Augen. Während du die Waffe gezogen hattest. Stehen bleiben. Bleiben Sie stehen. Ich bin Elektriker. Und dann griff er mich mit einem großen, überdimensionalen Zuckerrohr an. Das klingt abenteuerlich, kaum, Casey. Das sollte ich nicht glauben, aber wahr. Ich nehme es direkt zum Protokoll, Kollege. Ich. Und dann zückte ich meine Pistole und sagte: Stehen geblieben! Sofort! Schlagen Sie mich nicht mit diesem Zuckerrohr auf den Hinterkopf! Doch er ignorierte meine Anweisung. Sicherlich, weil ich als Elektriker auftrat und nicht als Detektiv. Besser ist. Okay, also wir haben jemanden, der einfach gerne Elektriker niederschlägt. Wir sollten das der Zentrale melden und vielleicht unten Richtung Empfang mal gucken, ob der Kollegin dem Kollegen gut geht. Nehmen wir die Treppe? Ich meine, es hat immerhin gebrannt, da dürfen wir nicht den Fahrstuhl benutzen. Gut aufgepasst. Ist klar. Ihr hört auf jeden Fall jetzt so langsam, die Feuermelder sind auch angegangen inzwischen und tatsächlich eine Sprenkleranlage, die dann losgegangen ist und gerade hier das ein oder andere Räumchen mit Wasser flutet. Wir müssen unbedingt die Elektrikervereinigung vom Nordpol alarmieren, dass jemand hier Jagd auf Elektriker macht. Vielleicht sollten wir erst alle Sicherungen rausdrehen, bevor uns hier noch was um die Ohren fliegt. Erstmal in den Keller und dann in die Lobby, oder? Meinen Sie das ernst? Sie wollen die Versicherung? Wieso versitzen wir uns auf einmal? Wollen wir das? Du möchtest die Sicherung rausdrehen? Naja, wenn wir schon mal hier sind, ich meine, das würde zumindest kurz für ein bisschen mehr Sicherheit sorgen, da oben mit den Wasserdingern und so. Einverstanden. Okay. Aber machen Sie das. Mir reichen 14 Stockwerke gelaufen, ehrlicherweise. Alles klar. Ich glaub, jetzt sitze ich Sie schon wieder. Der Schlag auf den Hinterkopf hat echt nicht gut getan, Mann. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ist in Ordnung. Ich gehe schon mal vor. Du pass auf dich auf. Sieh zu, dass es nicht noch doller blutet. Und geh langsam. Mhm. So, ihr geht also... Case geht dann in den Keller und close in die Lobby, oder was? Habe ich so verstanden. Alles klar, dann... Ja. Case, ich würde in der Lobby mal fragen, ob ich ein Verband oder Pflaster oder sowas kriegen könnte. Case geht auf jeden Fall, du gehst findest deinen Weg in den Keller und findest dann auch die Sicherung und hast natürlich jetzt nicht so viel Ahnung eigentlich von der ganzen Technik und drehst halt wie wild alle möglichen Sicherungen raus und bist so relativ zufrieden damit und denkst, irgendwo sind hier bestimmt die Lampen ausgegangen, das passt schon. Ja. Währenddessen kommt Close in die Lobby und du siehst, wie diese Person, die zuletzt noch da stand, nicht mehr da steht, sondern quasi so halb über dem Tresen liegt. Jetzt ist nicht die Zeit, sich auszuruhen. Es gab ein Attentat auf einen Elektriker. Das ist ein ernstzunehmender Fall. Ich gehe mal hin und stupst diese an. Du kommst näher und stupst sie an und siehst, wenn du sie angestupst hast, wie sie sich so ein bisschen durch deinen Stups, durch den Druck quasi bewegt und du siehst, dass ihr halt im Hals eine Zuckerstange steckt. Ein klarer Fall von zu gieriger Zuckersucht. Dann warte ich mal auf meinen Kollegen, bis er wieder hochkommt. Du Keller kommst da noch. Doch den Fahrstuhl genommen, würde ich sagen, oder? Ja, wie du magst. Du kommst auf jeden Fall nach getaner Arbeit, kommst du dann auch in der Lobby an und siehst, wie dein geschätzter Kollege Klos neben der Lobby Person steht und kommst dann bei näher rantreten, siehst du dann eben auch, wie dieser Person dann eben die Zuckerstange im Hals steckt. Oh, von scheiße. Außen. Diese nicht näher identifizierbare Person ist in unserer Abwesenheit verstorben. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht war das der oder diejenige, die in den Fahrstuhl abgehauen sind. Ich vermute, ich mach mal Meldung, guck immer hier. Der Papierkram, Justin, der Papierkram. Ja, das können wir auslagern. Das oder haben wir über Meldung gesagt. Aber wir können doch nicht. Ich weiß, wir sind undercover, aber wir können doch nicht erstmal zurückfahren und dann dem ganzen Scheiß hier als Polizisten wieder nachgehen.
Ist okay, wir machen das heute so, wie Sie es wollen. Okay. Aber morgen habe ich Geburtstag, da machen wir es so, wie ich es will. Alles klar, Casey. Kein Problem. Ich gehe da mal Richtung Auto. Du gehst Richtung Auto und beginnst dann Meldung zu machen. Und wie es danach weitergeht, würde ich sagen, erfahren wir dann nach einer kurzen Pause. Sagen so 5 Minuten. Treffen wir uns wieder hier und schauen mal, wer hier gerade am Nordpol sein Unwesen treibt. Ich bin sehr gespannt. Bis gleich. Bis gleich.